Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Der Migrationsdruck auf Europa und besonders Deutschland steigt. Die Folgen sind auch bei uns in Bayern deutlich spürbar. So berichten mir immer mehr kommunale Vertreter, dass sie die wachsende Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern kaum noch unterbringen können. Doch trotz drohender Überlastung vieler Städte und Gemeinden im Freistaat nimmt die Zahl der Zuweisungen durch den Bund nicht ab. Leider hat die Ampelregierung das Problem monatelang nur vor sich hergeschoben. Diese Woche lädt Bundesministerin Faeser nun endlich zum Flüchtlingsgipfel nach Berlin ein. Und an den haben wir Freien Wähler klare Forderungen. Zuallererst soll der Bund Länder und Kommunen für die Pflichtaufgabe Flüchtlingsunterbringung endlich auskömmlich Finanzmittel und Bundesimmobilien zur Verfügung stellen. Dann muss die Integration der zu uns kommenden Menschen schneller abgewickelt werden. Das bedeutet rascher Spracherwerb, niedrigschwelliger Zugang zur Ausbildung und Arbeit, auch um unserem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wichtig ist außerdem ehrenamtliche mehr Hilfestellungen anzubieten. Viele von ihnen haben in der ersten Flüchtlingskrise schier Übermenschliches geleistet. Doch angesichts des Stillstands in der Asylfrage zögern sie, sich erneut zu engagieren. Ich kann das gut verstehen. Deshalb müssen wir aufpassen, dass uns diese wichtige gesellschaftliche Säule der Integrationsarbeit nicht wegbricht. Und auch das gehört zur Wahrheit. Überall dort, wo unsere Regeln und demokratischen Grundwerte nicht respektiert werden, muss der Rechtsstaat entschlossen handeln. Gefährder und Straftäter müssen konsequent abgeschoben werden. Das alles aber kann nur funktionieren, wenn die Bundesregierung in Brüssel auch dafür sorgt, dass Flüchtlinge gerechter auf Europa verteilt werden. Erinnern wir uns an ein wahres Wort des Theologen und ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Ausgesprochen auf dem Höhepunkt der ersten europäischen Flüchtlingskrise 2015. Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. Das sollte sich auch Frau Faeser am Donnerstag zu Herzen nehmen. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.